Die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, lautet der Titel des aktuellen Sachbuchs von Christopher Clark. 100 Jahre nach Kriegsausbruch ist das Buch ein Bestseller. Gerechnet hat Clark damit nicht. Es herrschte die Meinung, der Erste Weltkrieg wäre in Deutschland weitgehend vergessen worden. Und durch den Zweiten, sozusagen das Trauma des Zweiten Weltkrieges, verdrängt und verschüttet worden. Also insofern war das eine große Überraschung. Der australische Historiker relativiert in seinem Buch die deutsche Kriegsschuld und verteilt Verantwortung auch auf andere europäische Nationen wie Frankreich und Russland. Deswegen wird er bisweilen kritisiert, aber Clark stellt sich der Kritik, so wie im Braunschweiger Haus der Wissenschaft. Ich finde nach wie vor, dass es nichts gibt in der deutschen Außenpolitik von 1914, auf den man stolz zurückblicken kann. Also darum ging es überhaupt nicht, sondern aber ich wollte sozusagen, dass das Tanzen, das Internationale, das Vernetzte dieses Ereignisses hervorheben. Dass es nicht nur um die Handlungen eines Staates ging, sondern um die Interaktionen zwischen vielen Staaten. Die von der Stiftung NordLB öffentliche unterstützte Podiumsdiskussion fand sehr großen Anklang und war ausverkauft. Noch heute berührt die historische, schicksalhafte Bedeutung des Ersten Weltkriegs die Menschen, nicht nur die Experten. Ohne diesen Krieg kann man den katastrophalen Kurs dieses Jahrhunderts kaum vorstellen. Also den Stalinismus, den Nationalsozialismus, den Holocaust, den Faschismus in Italien. Also das ist alles ohne diesen Krieg schwer vorzustellen, wäre schwer zu erklären. Die Reaktionen auf sein Buch sind insbesondere in Deutschland kontrovers. Im Ausland hingegen reagieren die Feuilletons gelassener auf die veränderte Sicht Clarks, auf die Geschehnisse, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führten. Die Reaktionen in Frankreich sind sehr interessanterweise viel souveräner, gehen sie mit dieser Frage nach der Schuld um. Das hat in der französischen Öffentlichkeit überhaupt nicht angestoßen oder angeeckt, dass die Franzosen sozusagen stärker ins Bild gerückt werden, sondern man nimmt das gerne hin und sieht das als eine europäische Betrachtung, die europäische Betrachtung eines europäischen Ereignisses an. Und das ist natürlich in Deutschland ganz anders. Da ist die Schuldfrage, da fokussiert noch die Schuldfrage die Reaktionen auf das Buch und überhaupt auf die Debatte. Geschichtsbücher müssen nach Christopher Clarks Werk nicht umgeschrieben werden, was die Faktenlage anbelangt. Aber seiner Meinung nach gelte es, die Komplexität der Kriegsentstehung nun besser einzuarbeiten in unser Verständnis dieser Vergangenheit.